Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge. Wir haben einen neuen Freund. Als Waffe. So schlimm ist es doch gar nicht hier. Siehst du, genau. Hi Arkan, sei gegrüßt. Oh, was rede ich mir an? Was für ein elendes Dasein. Oh, armes Ding hier draußen. Soll ich dich mal erlösen? Jetzt lass mich doch mal vorbei, Kollege. Unsere Sache kann keine Volltrottel gebrauchen. Lächeln! Oh Gottes Willen. Was hat der für Damage? Hallo! Hä? Was ist denn? Oh. Hat mir ja fast nichts geholfen hier. Na komm, ich adoptiere dich. Er ist netter als andere Daddys. Ja, ich bin nett. Hi. Komm hoch, komm. Irgendwie verkacke ich hier ständig. Muss mal gucken, was ich hier falsch mache. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine... Brüder und Schwestern! Das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Knechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Ja, ist. Vielleicht sollte ich auch mehr schwere Nieten eventuell probieren. Mal gucken. Oder ich... Na ja, gut, ich muss echt mal noch gucken. Also das ist jetzt... Das ist gar nicht so einfach. Das ist anspruchsvoll. Finde ich gut. Ja, Holle. Munition wechseln bei dem... Bei dem Typi. Ich habe noch keine panzerbrechende. Das andere, was ich hier hatte, ne? Also ich habe ja hier die normalen 050er. Und hier habe ich die Antipersonen.
aber so ein Big Daddy ist ja keine Person. Und deswegen kann ich damit quasi erstmal nicht viel gegen ihn ausrichten und muss die normalen nehmen. Jedenfalls dachte ich mir das halt jetzt so. Dass das dann nur so funktioniert. Und der andere ging ja auch ganz gut, den wir beim letzten Mal hatten. Aber ich muss mal noch schauen, wie ich die Splicer hier am besten... Meine Laterne brennt! Ich finde dich! Okay. Oh, Marshmallows! Stell dich deiner Strafe! Gute Nacht! Ich bin auf dem passivierten Lachen! Ja, gebe ich dir recht. Man müsste eigentlich mittlerweile gelernt haben, dass das eine blöde Idee ist, so einen Big Daddy anzugreifen, aber irgendwie anscheinend haben sie es immer noch nicht kapiert. Gut, ich brauche auf jeden Fall auch mal noch ein Eve-Upgrade. Das geht viel zu schnell weg. So, dann... So, ein bisschen Muni auftanken. Nee, Auto-Hack-Pfeil brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich. Gut, ich gehe erstmal damit. Ich will gerade eher schauen, ob ich noch so einen normalen Clown irgendwo finde. Ich weiß auch ja noch nicht, wie viel halten denn die kleinen Little Sisters so aus. Wenn die jetzt ein bisschen sagen, ja, okay, geht schon, dann hey, ne? Huch. Au. Ja, das hört ja hoffentlich gleich wieder auf. Es ist halt doof, dass du wirklich nicht die einzelnen Stellen aussuchen kannst, die du halt mitnehmen möchtest. So. Hier ist nur ein Lüfter. So, okay, dann gehen wir noch mal kurz zum Anfang. Da war ja, glaube ich, noch ein Kaufstand, ne? Ein Einkaufsstand. Da würde ich mir dann noch mal ein paar Eve- und Verbandskästen holen. Also ein paar Eve-Spritzen und Verbandskästen. Habe ich mich getäuscht? Ja gut, ich hätte auch auf die Karte gucken können, ne? Oder, ach ja, siehst du, das wollte ich noch machen. Hier, hacken. Weil da kriege ich ja auch einen. Genau. So. Gut. Eieieiei. Karten sind überbewertet, da hast du vollkommen recht. So. So, dann gehen wir mal hier hinten hoch, würde ich sagen. Schauen mal, was sie hier oben so treiben. Hm.
Ja gut, das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht allzu viel ausmachen. Was wird das Ding da haben? Hacker's Delight. Mit Hacker's Delight wandelt dein Körper den veränderten Strom einer gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Ja, ist ganz nett, aber nee. Meine Familie wohnte 32 in St. Louis Hooverville. Aber Pauper's Drop ist 10-mal schlimmer. Niemand sollte hier wohnen müssen. Die Stadt pisst auf uns. Nie ist es mal trocken. Ryan ist es egal. Und Fontaine ist ein verdammter Verbrecher. Aber Dr. Lamb kümmert sich um uns. Für sie sind wir immer noch Menschen. Sie bietet uns an den Sonntagen gratis Therapiesitzungen an. Wenn ich hingehe, habe ich immer das Gefühl, dass sie etwas vorhat mit Rapture. Und mit mir. Das ist natürlich cool, wenn man jetzt... Ich sag mal, das ist für ein Let's Play jetzt eher doof an der Stelle, ne? Aber... Wenn man es einfach nur spielen würde, sozusagen, könnte man sich hier hinstellen. Darling, machst du das bitte für mich? Mit dir rede ich doch gar nicht. Und immer wieder kommen hier diese Dinger vorbei, dann stellst du dich dahin, wo du dich hinstellen möchtest. Weil da jetzt so deine nur da oben das Geschütz ist oder hier hinten halt deine Kamera ist. Hier wollte ich eigentlich hin. Und dann sammelst du halt immer wieder das Zeug ein. So, komm, die Spitze. So. Würde ja auch gehen. Ja, wie war denn das jetzt? Es muss doch noch eine Möglichkeit geben, selber das Eve wieder aufzuladen. Ich weiß nicht, ich hatte das zuletzt schon mal geguckt, aber muss doch irgendwas anderes geben. Ja, Plasmid abfeuern, ja, nee. Erste Hilfe, ja. Das gibt's wirklich nicht. Das ist doof. Nee, da wollen wir nicht hin. Ja, genau, das kennen wir ja schon. Ja, gut, Rechtsklick zum Aufladen, ja, okay. Na gut, ja, dann anscheinend nicht wirklich. Okay, ich habe nicht mal mehr genug Geld. Jemand gewusst eine Markierung. Ja! Oh! Ah! Ihre Augen. No scope headshot. Nice. Manchmal bin ich doch nicht ganz so mies. So, okay, da gibt's nix. Gut, dann... Das Arschloch hält mir eine Kanone in die Tasche. Und was habe ich gemacht?
Das kleine Vögelchen gehört jetzt mir, mein Lord. Kämpf endlich fair, du Schaufel! Ist der jetzt tot? Sollte ich den überhaupt umbringen? Oder war das wieder sowas wie bei der Big Sister eigentlich, dass ich das gar nicht kann und ich habe es doch irgendwie geschafft? Oder? Weil der ist doch tot gewesen. Der Balken war doch weg. Oder sehe ich das falsch? Na gut, okay. Komm, dann hacken wir hier mal schnell. Das war's. Es ist zu Ende. Okay. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. Ryan, wie er leibt und lebt, würde ich sagen. Oh, hier nochmal Verbandskasten. Okay, gut, jetzt. Wir haben es gefunden. Ja, das machen wir auch gleich. Aber als erstes. Moment, hier Fallenmiete. Das heißt. So. Keine Ahnung, ob es was bringt mit diesen Fallendingern. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier auf die Antiperson und mal gucken. Mal sehen, ob das was bringt. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Die Fallen scheinen erstmal ganz gut zu halten. Ja, wir sind wieder zusammen, Daddy. Kleine Maus. So, okay, gut, das...
hat hier eigentlich ganz gut gerade funktioniert gehabt. Besser, als ich es gedacht hätte. Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Ja, den Code haben wir schon. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Das kennen wir doch schon. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. Also Punkt 1, ich finde es geil, dass mittlerweile die Codes, wenn man sie gefunden hat, einfach daneben stehen. Braucht man sie sich nicht so sehr zu merken. Finde ich sehr gut. Und ich bin mir gerade nicht sicher... Ob ich jetzt nur hier hoch kann, in diese oberen Gänge, wenn ich quasi hier drinne bin, oder ob das auch irgendwie anders ginge. Sag ich jetzt mal. So. Alter, was für eine Mucke schon wieder hier. Vitamine, Aspirin. Klar, kennen wir. Immer schön was rein. So. Jetzt bringen wir erstmal unser kleines Kind hier weg. Ja, die wollen uns hier ständig davon abbringen, aber... Wir dürfen das nicht zulassen. Also. Wir sind fast wieder zu Hause, Daddy. Genau. Komm, Kleiner. Geh erstmal zurück. Na komm. Danke. Bitteschön, meine Kleine. Komm und hopp. Ja. Oh, na komm, nochmal. Hoppala. Sehr gut. So. Sie werden so schnell erwachsen. Wenn man sie lässt. Okay, ja, jetzt komme ich hier hoch. Gut. Ja, was sich hier oben befindet. Ihr ahnt es schon. Der Arsch ist wieder da. Ja, das sehen wir beim nächsten Mal. Nächste Folge kriegen wir das schon raus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio!